Wir fangen jetzt an, ne? Und für alle die, die sich das jetzt hier auf YouTube reinziehen, willkommen hier. Ich nehme jetzt hier Resident Evil auf. Viel Spaß. So. Wir werden ganz einfach mal. Also, ich habe das Spiel schon immer gespielt. Wir machen jetzt mal ein neues Spiel. Wir gehen einfach mal auf Standard. Und let's go, würde ich sagen. So, wer ist denn hier noch schon im Chat drinne? Gruß geht raus an Divan Dev und an Einfach Uwe. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark, yet regal. Gruß geht raus an Tim Burton. Herz zurück, natürlich. This we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink. The girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Alter, ist die creepy. Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner. Ja, nach dieser. It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember. I can't blame her. Nach dieser wundervollen Einstimmung. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Geht's dann auch richtig rein ins Game, sag ich mal so, ne? Wir dürfen die Tochter jetzt ins Bett bringen. 3 Jahre nach dem Zwischenfall bei den Bakers in Louisiana, wo unsere Alte mehr oder weniger immer noch richtig angepisst drauf reagiert. Ja. Ist immer irgendwie umgezogen. Ins tiefste Rumänien. Ja. Zeugenschutzprogramm, dies, das. Das ist unsere Tochter. Wundervoll. Ich meine, was kann das Glück denn hier trüben, ne? So frage ich mich. Was soll denn hier groß passieren? So. Das Klo, shit.
Almost there, honey. Ich wollte eigentlich ein bisschen eher anfangen mit Streamen, aber ich hing ein bisschen bei Spotify fest. Irgendwie gibt es hier eine Trophäe, wenn man, warte mal, wenn man den Ball in irgendein Arbeitszimmer reinkatapultiert. Wir machen das, mal gucken, kriegen wir das hin? Das glaube ich hier irgendwo. Noch sind da eh nicht so viele im Stream, denke ich, sage ich mal. Da kann man einfach mal fünf gerade sein lassen. Irgendwo gibt es da angeblich ein Tor. Irgendwo. Aber wir haben hier eine Textdatei. Ich werde es auch wieder so machen, wenn ich irgendwelche Texte und so weiter, wenn ich das finde, werde ich das einfach vorlesen. Ne? Also ihr wisst Bescheid. Ursache des Giftgasvorfalls in Dalve geklärt. Die Ermittlungen bezüglich des Austritts von giftigem Gas in Dalve, Louisiana im Jahr 2017 wurden am 18. dieses Monats offiziell für abgeschlossen erklärt. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass natürliches Gas, welches sich im Tonstein dort gesammelt hatte, an die Oberfläche getreten war. Jack B., 57, und seine Familie, die dem Gas ausgesetzt waren, verstarben in der Folge. Mit Ethan und Mia W., sollen sich zur Zeit des Unglücks zwei weitere Personen auf dem Anwesen aufgehalten haben. Es gibt derzeit jedoch keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Die gesamte Umgebung wurde von offizieller Seite abgeriegelt. Es wurde verlautet, dass es mindestens 10 Jahre dauern werde, bis das Gebiet wieder bewohnbar wird. Everyone's forgotten about this already. Also ich sehe ja laut der Trophäenbeschreibung kein Fußballtor. Weswegen ich mir einfach nur denke, ja, fuck it. Ne, hier gibt's nix. Ja, die geben uns. Gönnen wir uns jetzt! Und bringen einfach mal das Töchterchen ins Bett. Your mom and I love this song so much. Was es da wohl noch auf sich hat. So. Ach, hier gibt es ja auch noch ein Arbeitszimmer. Aha. Überlebende an der Waffe. Handhabung. Schwerer. Das war zu schnell. Schwerer Geschütze in Kampfsituation von Joseph Kendo. Joseph Kendo, das ist der, beziehungsweise der Kendo-Waffenshop. Den haben wir im dritten Teil. Was ist jetzt hier? Können wir uns auch nochmal angucken. Man weiß eigentlich, wie Ethan aussieht, aber die haben es auch jedes Mal hingekriegt, denen sein Gesicht zu zensieren. Ach man. I wish it could stay like this forever. Ja, Happy Family, was kann denn da schon passieren? So. 6.2.2021. Mia und ich haben uns mal wieder gestritten. Ich habe aus Versehen die Sache von vor 3 Jahren erwähnt und sie ist wütend geworden. Wir haben uns endlich an unser neues Leben in Europa gewöhnt. Hier kann Rose in Ruhe aufwachsen. Aber ich werde irgendwie dieses Gefühl nicht los, dass ein Teil von mir immer noch in diesem beschissenen Loch in Louisiana gefangen ist. Ich weiß, Mia redet nicht gern darüber, aber glaubt sie wirklich, wir können all das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert? Sollten wir nicht verarbeiten, was wir dort erlebt haben, damit wir unser Leben mit Rose leben können, ohne dass diese Erinnerung in unseren Köpfen umhergeistert? Ich finde, das sind wir ihr schuldig. Und Mia weiß das auch, da bin ich sicher. Wenn es ihr egal wäre, wäre sie im Krankenhaus niemals so nervös gewesen. Jetzt ergibt das aber auch alles Sinn. So, Rosemary Winters. Rosemary's Baby. 2.8.2020. Bla bla bla. Untersuchungen, Hör-, Sehvermögen, keine Auffälligkeiten, Kind ist bei guter Gesundheit. Sonstige Bemerkungen. Die Ergebnisse des Tests auf pathogene Pilze werden noch von der BSAA bereitgestellt. BSAA ist die Sondereinsatzkommando, wo damals Chris Redfield, zumindest in den alten Tagen, wo der dort runter agiert hat. Ne? Also ab Resident Evil 5 war es dann
wie ist denn das? Da gab es kein Stars mehr, sondern da gab es die BSAA. Ja, und Applefeld Memorial Krankenhaus. Rose is fine. Wir machen das jetzt einfach mal. Well, hi there, little Rose. So, jetzt aber genug hier rumgespielt. Jetzt geht's ins Bett. Can't keep your mother waiting. She's scary when she's angry. There you go, sweetheart. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Ja, jetzt gibt's erstmal Futter, würde ich sagen. Was kann denn da schon passieren? Ich hoffe, es geht so mit dem Sound. Wo haben wir denn? Is she okay? Sleeping like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's chorba de lagum. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna be... Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... Mia! Get down! Mia! God. Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Ja. Was ist mit dem Essen? Go move. All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? I can secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Rose. Läuft doch schon mal gut. Hey Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey now, think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well then what are you worried about? Look, she's gonna be fine, I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just... Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this.
Ja. Es ist ja nicht so gut gelaufen, würde ich sagen. Aber liebe Damen und Herren, ich habe gerade eben eine Meldung bekommen, dass bei meinem Controller so langsam der Saft ausgeht. Deswegen würde ich nämlich mal ganz kurz in flotten Wechsel vollführen. Wie gesagt, bei euch müsste, glaube ich, an gleich ein blauer Bildschirm kommen, weil, ja, ist bei der PlayStation nun mal so. Also, wie gesagt, geht gleich weiter. So. Schauen wir mal, da müssen wir eigentlich wieder drinne sein, im Geschehen. Live on stage. Fantastisch. Genau. So, nochmal hier auf Aktualisieren gehen. Genau, Einstellung haut ohin. Fantastisch, da bin ich doch zufrieden. Ja. Ich kriege ja jedes Mal irgendwie eine Meldung, dass ich angeblich hier nicht gescheite Quali habe, aber ich meine, laut dem Dashboard würde hier alles funktionieren. Übel belastend. Gut, wir machen jetzt einfach mal weiter. Jesus. What are you talking about? Where's Chris Redfield and Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not authorized to walk over. Lurk, weil will mich nicht spoilern. Fuck. Grüß dich, Katka. Danke für deinen Lurk. What the hell happened here? Und da sind wir schon high life in der Scheiße. Alte tot, Kind weg und noch einen Unfall gehabt. Ja, geil, so fangen die besten Storys an. Ich sag's euch. Missionsziele: Ziel eliminieren, Leiche sicherstellen, Bergung von Rosemary und Ethan Winters, Überführung von Rosemary und Ethan Winters zu Standort C für weitere Untersuchungen. Mindestens zwei Offiziere als Begleitung während des Transports. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. Man sieht ja echt nix. Man sieht einfach gar nix. Ach ja. Ja, Zutritt verboten ist klar. Alter, das muss doch wehtun, ey, in so einem übelst alten, abgerosteten, dreckigen Stacheldraht. Die Soundkulisse ist so geil. Ist das eklig? Irgendeiner von den Konsorten bewegt sich, glaube ich, gleich. Das sieht so räudig aus.
Oh. Ja, ist ja gut nun. Immer so ein richtiges Klischee, ne? Das passiert irgendwas Beschissenes und man muss da natürlich, man muss da einfach lang, weil ist halt Horrorspiel. So episch die Tür geöffnet und nichts ist drin. Na geil, na danke für nichts. Ich glaube, ich musste ne, ich muss natürlich runter. Meine Fresse. Mava Miranda. Mother. Okay. Was für ein Klischee. Natürlich war es die Ratte. Leck mich da am Arsch. Ach komm ey. Tja, wie ist das passiert? Ja, komischerweise von Arschfinster in Dämmerung. Das ging schnell. So, wer will hier gerade was? Achso. Darauf trinke ich. Safe point. Where the hell am I? Ah, sieht das schön aus. Scheiße, ich kann ja gar nicht weiter. Fett. Geil. So. Ah.
Maybe they're out. Das sieht alles sehr köstlich aus hier. Schöne Scheiße. Das Schloss ließe sich leicht knacken. Ja, toll. Danke dafür. Wie komme ich jetzt hier raus? Shit. Guten Tag. Ja, guten Tag, Frenge. Alte Hütte. Also, zum Thema, meine Alte ist tot und mein Kind wurde entführt. Ansonsten geht's mir hier sehr... Also, ich hatte einen Autounfall. Ansonsten geht's mir sehr gut. Ich bin irgendein so im tiefsten rumänischen Dorf. Hier muss ich, glaube ich, noch nicht hin. Ich kann doch hier noch gar nichts machen. Ich muss, glaube ich, hier irgendwo lang. Ich habe es auch schon wieder voll vergessen, wie ich das beim ersten Mal gespielt habe. Okay, die Klotür ist verschlossen. War das jetzt hier? Nee. Halt einfach mal weiter. Was kann denn hier schon schief gehen? Ah, cool, Mensch. Ha. Hier ist der Proberaum der örtlichen Black Metal Band. Okay. What happened? Ha. Anscheinend spielen heute Mayhem in der Stadt. Fantastisch. Gehen wir halt einfach mal runter. Man gönnt sich da sonst nichts. Hier ist das Messer. Ah, hier ist das Messer. Ah, ja, frei. So, jetzt würde ich einfach mal sagen, ich gucke mal ganz schnell im Le Chat. Ja, fantastisch. Läuft doch. Genau, hier sieht es auch stabil aus. Einmal frei. So, da gehe ich jetzt einfach mal rein hier. No. Friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down on the road and... What's going on? Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? No, I didn't tell me you have a gun. No, why would I? Take it! Help me, Southfield.
listening? Hey! Und tschüss. What the? Das ist doch ein bisschen eskaliert. Shit! Ja, moin! Dead body? Dead bodies everywhere. Wait, there's more. Was? Und was, ich habe unendlich Munition? Echt? Huch! Alter! Jesus Christ. Dem sieht's jetzt nie, der sieht jetzt nicht so gut aus. What the hell is wrong? War eine harte Party letzte Nacht auf jeden. Die Resterampe hat geöffnet. Oh, Alter. Oh, Alter, was ist los? What the fuck was that? No. Stay back. Boah, was? Du dumme Sau. Gehst mal langsam auf den Pisser. Hau ab! Wusste gar nicht, dass ich... What the hell? Wusste gar nicht, dass ich mich so flink bewegen kann, wenn mir so der Arm abgebissen, die Hand abgebissen wird. Kann man ja mal machen. Aber schön hat der alte Herr das hier. Ich hätte ja auch gerne die Schrotflinte genommen. Was sagt mein Status? Ja. Doch, ich... Der Bolzenschneider. Ach du Scheiße, wo kam denn der zum Einsatz? Der Klassiker in jedem Resident Evil Spiel. Aber mich wundert's, dass ich unendlich Munition habe, weil ich habe es eigentlich so eingestellt, dass wenn ich das neue Spiel starte, dass ich da, also dass mich das da nicht irgendwie behelligt. Was denn für eine Scheiße. Na gut. Meckern wir mal einfach mal nie rum. Vielleicht ist es ja doch im Endeffekt nicht so unnütz. Mal sehen. Moin! Aber ist das Ding... Ich muss mal gucken. Untersuchen? Ne, die ist normal. Hätte mich jetzt auch nur gewundert, wenn die jetzt noch getuned... Also das... Wenn die nicht getuned wäre. Hier.
glaube, hier kannst du groß nichts anderes machen. Geil, ich kann überall hinschießen. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Oh shit. Ah! Hau ab! Bäh. Lad nach. Vollidiot. Lei, lei, lei. Lei, 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 lei. Hier ist er noch. Kannst vergessen, hier ist er noch irgendwo einer. Na, das nenne ich ja mal Timing. Survivors? Survivor. Also muss ich den Schmus rein theoretisch, genau. Wenn ich jetzt hier nicht raus kann. Ne. Da schieben wir die Kacke halt einmal wieder zurück, würde ich sagen. Soll ich das auch vorlesen? 9.2. Dämmerung irgendwo im Wald. Es war eigentlich ein Abend wie jeder andere, aber dann ist Chris aufgetaucht und hat unser Leben zerstört. Er hat Rose entführt, er hat Mia vor meinen Augen erschossen. Mich haben sie außer Gefecht gesetzt und jetzt bin ich irgendwo in einem Wald. Was hat das alles zu bedeuten? Okay, das sind hier die Akten, die wir gesammelt haben. Naja. Mich da verarschen, von der anderen Seite verschlossen. Ach Mann. Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Scheiße! Moin! Direkt doch. Geil, ist ja wie Call of Duty hier. Hau ab! Verreck, du Bastard. Oh, Alter. Was? Du auch nichts machen kannst hier. There's no end to them. Ah! Fuck off! Hau ab! Na kommt, na kommt. Oh nö, der auch noch.
Friss Scheiße! Ha! Bastard! Das geht natürlich auch nicht auf. Oh Mann. Fuck, ey, so haben wir nicht gewettet. Scheiße, ich hau ab. Ey, fuck you. Scheiße. Ja, eine Shotgun wäre ziemlich geil. Oh, Alter. Was ziehen die denn ab, ey? Das gibt's doch gar nicht. Mensch, lass mich doch mal nachladen, ihr Vollfunken. Ah! Dreck. Ich hau ab. Oh shit. Oh fuck. Holy shit, Alter. Alter, verpiss dich doch. Pfeil im Knie. Das war der Bürgermeister. Au. Doppel-Au. Das ist so ein richtiger Scheißtag. Aber jetzt kann ich erstmal die Gelegenheit nutzen und mich hier dem ganzen Kram hier habhaft machen.
Flintenmunition, die ist nochmal richtig und wichtig. Ein Kraut. Achso. Die Pistolenmunition, die kann ich dann verkaufen. Die juckt mich da recht nicht. Hab ich denn hier noch irgendeinen umgenatzt? Ich muss sagen, ich fühle mich mehr gestresst hier den Anfang vom Dorf als bei Resident Evil 4. Das ist schon mal ein Fakt. Weil beim Dorf, das ist dann ab einer gewissen Art und Weise ein bisschen überschaulich. Scheißpulver. Hätte ich, glaube ich, auch nehmen können. Okay. Geil. Endlich die Flinte. Fantastisch. Da wurde auch alles auf Flinte gesetzt, würde ich sagen. Alles auf Flinte. So, okay. Hier bin ich durch. So, hier müssen wir jetzt hin. Alles klar. Ist halt voll aufgerüstet. Also nicht voll aufgerüstet ist die normale Pistole. Die ist halt... Die ist ein Witz. Klimpert denn die alte schon wieder rum? Scheiße. Ah ne, war ich hier beim Flintenopper? Okay, gut. Habe ich mich schon wieder verlaufen? Scheiße, scheint so. Okay. Ach ja, alles klar. Ja, moin! Hallo, werte Dame. In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you? The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? The child? Rose! Rose, yeah. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Rose is here? Ja, und den Spaß kennen wir jetzt aus der Demo. Ich weiß gar nicht, war das jetzt hier? Große Lykans, sagenhafte Wolfsmonster von einst. Möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen. Möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Nett. Dreck.
Okay. Nee, hier gab's nix. Schloss Dimitrescu. Da gibt's richtig Party, hab ich gehört. So, kann ich hier runter durch den Kohlekeller? Nee, natürlich nicht. Ich muss zur Dingenskirchen. Da muss ich, glaube ich, hier lang. Genau, hier gibt's das erste Fragment. Genau, Moreau, Dimitrescu, Madame Miranda, Gott, Lady Benivetto und Angie und Heisenberg. Huiuiui. Ja. Das kommt uns doch allzu sehr bekannt vor aus der Demo. Bringt das was? War hier gerade irgendwo. Was gibt jetzt schon eine Mine im Spiel? Das ist ja geil. Die könnte vielleicht dann nochmal nützlich werden. Okay. Da war ja da irgendwo. Komm her. Eigentlich totale Verschwendung, aber... Oh shit! Fuck, den habe ich so nicht gesehen. Hier siehst du ja auch nix! Du Heslon. So scheiße ist mich in der Sack. Ja, Alter. Mann, ist gut. Hau ab jetzt. Hallo? Close the door. Please. Uff. Stay back. Please, don't hurt us. Whoa. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Oh. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Quiet. Must be a way inside. Stay here. Be quiet. And don't move until I get those gates open. Ja, Pistolmunition brauche ich überhaupt gar nicht. Nö.
Ach scheiße, Kraut war's. Okay. Come on, it's clear. Hurry, hurry. Took your damn time. Oh, you're welcome. He's not used to relying on other people. I'm sorry. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? We have to get inside. Just naja. Hold on a bit longer, Papa. Das war's gewesen, scheiße. Ich hoffe, dem armen alten Mann kann noch geholfen werden. Hoffe ich ja echt, wirklich. Also. Maybe a familiar voice. Luisa! Open up, it's me, Elena! Aber wenn der Alte klingelt, ist es. Juckt's Kind. Who's this? A friend! Stay back. Father! For God's sake, Julian, let us in! No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here! But that's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now, these people are our friends. Go on, go inside. Come now, this way. Get inside, motherfucker. Friends. Get inside. No, I'm Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go! Well, if Elena trusts you, and so do I. Come inside, Ethan. Ja. Wir kennen uns seit 4 Minuten. Absolutes Vertrauen. I'll check on the others. Ja. Schreibmaschine kann man machen, muss man aber nicht, weil ich weiß nicht. Also bei der Schreibmaschine halt, die bringt ja glaube ich gar nichts. Also du hast ja jedes Mal ein Autosave drin, das ist glaube ich erst ab dem höheren Schwierigkeitsgrad werden diese Schreibmaschinen quasi interessant. Come inside, the others are waiting. What the fuck is this? Metal Leute. Outside, you're gonna get us all killed. Quiet, Anton. Anton? Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Elena. Please, Ethan. Take a seat. Is this all that's left? From your entire village? All that's left. Oh, sorry, ich bin gerade ein bisschen müde. There is no one left. A worthless invalid. A stupid, wailing bitch. And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Dann lieber besoffen. Can someone please tell me instant lieber hell besoffen. Is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next, the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Luisa, where is your husband? Did they? No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Yes, that's it. He went to fetch help.
Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Gather. Great ones, hear our voice. Together as one in reverence, we call on thee, within the endless dark, to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice and await the light at the end. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean the hag? Some bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. What are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? Come on! Father! Elena, no, stay back! No, let me go! He'll kill us both! We have to go! Net. Elena? I said no! Auf den Kopf zielen. Immer auf den Kopf zielen. Oh my god. I'm so sorry, Father. Hey. Hey. That wasn't your father anymore. You did the right thing. Und tschüss. Elena. Elena, no. There's nothing you can do. Father! This entire place is collapsing. No. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No, we're getting out of here. Together. Leave Brittany alone. I gotta get out of here. Gab's denn hier noch irgendwas? Ah. 500 Lei. Geil, Alter. Es wird hier richtig losgedüst. Mit dem Schraubenzieher wird der Motor gestartet. So, Flintenmuni. Check. Damn, the fire's moving fast. Kickstart my heart. What are you thinking? Step back. We can bust out with this. They see me rolling, they hatin'. Riding dirty. To catch me riding dirty. Und jetzt, Vin Diesel. Volle Bude. Das ist so bescheuert. Ich weiß es echt nicht. Ethan! Ethan! Are you alright? I'm fine. Let me back up again. The fire! There isn't any time! No more to go but up. Grab on.
Hurry. Ja, den Spaß kann man doch schon alle aus der Demo. Don't worry. And try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. You're kind. I hope your family is safe. I do too. Ja, alles gut. Come on. It'll hold. There. That's our way out. Thank God. But what then? The village is still full of monsters. We can't fight them. There's too many. Hey. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. That place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait, it's not safe! Stay there! Come on! Give me your hand! Ethan, go! Save your daughter! Elena, don't give up! Reach for me! God damn it! Ja, dann halt eben nicht. Schade. Why is everyone dying on me? This is just too much. Tja. Schade, würde ich sagen. Kannst halt nichts machen. I just don't get it. Ja, raus da jetzt. This place is going mad. Why the fuck is this happening again? Au. Oh, shit. Alter. Tut doch weh. Nichtsdestotrotz, ich hab den Dietrich. Yay. Bürger Lars Dietrich. So, Schraubenzieher, rein da. So, Fragmente hatte ich doch jetzt eigentlich alle. Genau, so, jetzt kommt nochmal Mother Miranda mit ihrem coolen Mortal Kombat Finisher. Who's there? Oh, stop! Mother Miranda! Hey! Finish him! Who was... What was that? Ah, Klangkulisse ist halt auch mal richtig geil. Ach ja. Kann ich die alte eigentlich von... wie unrealistisch. Noch was? Ja, dann halt eben nicht. Blöde, faltige Kuh. So, ne, den ganzen Spaß, den kennen wir eigentlich schon aus der Demo. Und hier unten war das Jungfernfragment, genau. Und das Dämonenfragment.
Nothing but blood and death. Huh? Ja, rein theoretisch wäre jetzt natürlich für YouTube der passende Moment, um einfach jetzt Schluss zu machen und um Tschüss zu sagen, ne?